Экран! Экран из дневный щоп, Освана-два. Экран! En ik loop die aan met ons touwtranen. Hier wel wie een gouden titan en door wie God kan leren. Welkom, lieve vriend. Welkom te het programma Graan. Dank je dat u van de oude bij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier van de oude met mij ons lieve vriend Werner Braun. Hier van Brazil. We zijn hier nu in Wittmersum. En ik mocht die eindelijke poort van dit te zijn. Welkom, Werner. Ja, danke. Es ist eine Freude hier, mit dir hier das Programm abnehmen. Und ich freue mich auch mit dir, lieber Freund, guter von Gott geliebter Mensch. Ich freue mich, mit dir hier zu sein. Sehr schön. Wir hören all ein Programm Eier. Und du redest wie Eva, wo du die betiert hast als Kind und wo du als die ersten Bessie aller wirst, all befreit wirst. Wo du die Hälse wärst, Fingerreiz, wo du die Kassette sind, dass du in Christ wirst. Von dir, weil wir ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen, dort ist das Leben im Heiligen Jesus, dass wir fällt sind mit dem Heiligen Jesus, wir tof sind mit dem Heiligen Jesus. Dass wir, wir wollen wieder von dir vertellen, auch von deinem Leben, auch was die Bibel dir gesagt hat. Und wir wollen von dir besonders schon reden, von der Zunge reden. Vielleicht hast du das einmal von dir gehört, dass das sonst in der Bibel redet hat. Und die wundert, wo ist das? Vielleicht hast du das auch erfahren. Wichtig ist, dass wir hier nicht dabei sind und dass wir uns später informieren und mal seine worthaftes lieber Onkel mit dort erfahren und was sagt die Bibel so dazu. Ja, ich vertelle dir doch von meiner Beziehung. Und im Ferienprogramm, ich sehe sogar, ich wie 15 oder 16 Mal habe ich mich betiert. So, nun ist es klar, ich muss klar, Leute, in meinem Leben hat der liebe Gott so gemacht, dass unerschädlich immer Stufe für Stufe erlebt wird. Mhm. So erstmal, ich lebt an dem Herrn Jesus. Mhm. Und das war meine ganze Jugendzeit. So nur dem, als ich 26 Jahre war, dann erlebt ich, was die Bibel sagt, von ein neues Leben, dass alle wird verwandelt und wird niert. Mhm. So, und dort habe ich dann erlebt, viel später. Mhm. So, und aus einer neuen Kreatur, dann mochte ich so hier in der Bibel lesen, und das wird so schön, und wir haben Gebet, und wir sahen, Gott hat antwortet und so wieder. Und wir fangen an, zu sein. Das Reich Gottes, wo das funktioniert, wo das im Wort ist. Wie sah die Sache, wie sah ich, weil sage, wie haben das gemacht, wie haben das wahrgenommen. Früher ist das auch passiert. Aber nu. War das aber immer wichtig. Nu war das wichtig. Nu haben wir, nu wie wir wacker, zum so wird gemacht. Früher ist das passiert und wir haben das gut gemacht. So, nu war es anders. So, und dann. Hatten wir eine Gruppe, wir trafen uns jede Woche. Wir alle hatten so das neue Leben. Und aber wir hörten immer wieder von einer Taufe oder Deipe im Heiligen Geist. Und wir lasen die Bibel und wir hörten von anderen Menschen. Und wir haben Pastoren gefragt und so weiter. Und wir sind nur nicht nur Ferien gekommen. Und wir sagten, und wir beten. Und dann wird das so mit Zungen reden, was dort auch alles bedient. Also, wir wussten nur davon. Aber wenn das in der Bibel steht, wir wollten das haben. Und wir sagten. Wir haben so ungefähr ein Jahr. Bloß gesagt und gebet und gefragt und gepracht und Gott, ja, für uns doch so wird. Und manchmal wird bei mir allein tus und fang an zu beten und Gott, ja, mir diese Zunge reden. Nee, dort ist noch so von. Ich hatte ein bisschen Angst dafür. Wir sind was nicht für die. Da, dort ist die jästliche Sache, wird wie. Wird wie nicht so gewarnt sind. Alles geht durch den Kopf. Und nun soll es durch den Geist gehen. Und da muss man ein bisschen so umschalten, aber der Herr Jesus, der ist da, um uns auf dem sicheren Weg zu führen. In der Vierde, in was sagt die Bibel dazu, zu dieser Taufe vom Heiligen Jesus?
Zeg maar, als Jezus opgestoken is van dood, dan weer nog 40 dagen met de jongen. En dan, als hij afscheid nam, dan zegt de Bijbel in Lucas 24, zegt hij, en uit waar je dood zegt, wordt mijn vader je versproken heeft. Mm. Mooi die dood. God de vader heeft zo wat versproken. Mm. Maar blijft in Jeruzalem, zei de Heer Jezus weer te zijn jongen, blijft in Jeruzalem, bad de kracht van boven eeuwig jong komen wordt. Zo, hier weer nu eind te wachten. Mm-hmm. En Lucas, die heeft zijn evangelium geschreven en nadien heeft hij de apostelgeschichte mm-hmm. geschreven. En van deze punt aan fängt er dan apostelgeschichte aan. En dan is het dezelfde geschicht hier, mm-hmm. ja, apostelgeschichte eind, dann sagt es so, Vers 5, weil Johannes, Jesus vertelt zu seinen Jüngern, mm-hmm. weil Johannes deibt mit Wasser, je aber sollen am ein paar Tage mit den Heiligen Geist gedeibt worden. Mm-hmm. Schau mal, nu heeft het hier wat anders. Mm-hmm. So, die Jünger, die leefden an dem Herrn Jesus. Mm-hmm. Aber der Herr sagt, da ist noch mehr. Der Herr ist nicht schwal, du kannst das nicht ladig schrien. Mm. Du hast immer noch mehr. Mm. So, und hier hat der Herr Jesus seine Jünger gesagt, du hast mehr. Sie sind schleifig, sie sind je weiter, dass er abgestorben sie, dass er am Leben sie. Und ich habe ihm das versprochen, das kommt. Das kommt. Und mein Vater hat das versprochen. Mm. Und er war hier unter Zende. Bleibt bloß in Jerusalem. Was ist passiert? Die wir in Jerusalem. Und haben gebetet. Mit eins. Puh, kämpft es. Plötzlich, sagt mm-hmm. die Bibel sagt, plötzlich wird ein Tunnel von vier aus, von vier. Und das ruscht so aus dem Wind und so wieder. Und diese Tunnel, diese vier Tunnel, die wären ab jedem Apostel, so ab jedem Jünger. Mm. Ja. En die vonden dan, die vonden dan met andere tongen te reden en zo weer. En de Bijbel zegt, die vertaalde wat van de draadnis Gottes. Mm. Van hoe groot God is. Dat zegt de Bijbel in Apostelgeschichte. Mm-hmm. De Apostelgeschichte 2. So. Wat is het resultaat van dit ganze? En het resultaat daarvan. Die reden en tongen wat die niemals worden verstonden. En de mensen die hielden dat. Mm. En dat hoort, dat heeft gebrand bij hem. Mm. En die zegt, wel kon wie bloos nog geraad worden. Mm. Ja, je bekende je zin en deed boese. En je leeft in de Heer Jezus. En je wordt dus het golf van Heiligen Jezus schreeuwen. Mm-hmm. En 3000 op één dag. Mm. 3000 op één dag werden gedijpt. En die hadden niet het leven. Mm. Zo, en werden verwandeld. En hier is het eerste maal wat wie... nu im Nieuwen Testament zeiden, so, das Pfingste passiert ist. Der Heilige Geist wird uitgejuiten über alles Fleisch. Und das ist für die und für mich auch. Mm. So. Wo ist das nu bei Ihnen passiert? Naja, wie ihr seht, wir haben so ungefähr ein Jahr gesagt, und gewacht, und gebet. Und wo immer in Prediger, wie wusste der Heid reden, Tunge, wie musste man am reden? Mhm. Und er vertalt, hat uns alles erklärt, und wir verstanden nichts. Aber, naja, das kommt noch. Und wie wacht, und beten, und leiten nicht doch. So, einmal waren wir in der Bibelschule, da waren wir in einem Seminar. Mhm. Und nur dem Schule und Recht und so wieder, habt ihr immer so für Seelsorge noch gerückt. Naja, en ik houd mijn zadeltje, wat ik alles met hem derg vertellen. Zo des en dat en ja en het ander, zo wieder. Naja. En schließlich, daar weer een eierpoor nog een andere vrouw. En wat was, dat hier, ja. Dat hier. En ik mooi, zo, de vrouw die weg ik zo op mijn zadeltje, wat ik daar alles opgeschreven had. Die post je niet zo zeer op. En het feit me zo best ongemakkelijk. Mm. En nou ja, dan houd ik mijn zadel toe heen. En. Nou ja, en vannacht.
En uit wel met de Heilige Geest gedijpt worden. Uit wel je mal vol gefeld werden. Dort wie dat werkliche Wort je wilt. En dan zei de vrouw, daarvoor bist du hier. Als du nenn je komen bist, zei mir de Heilige Geest sofort, dijpen met de Heilige Geest. Door wie eens, kijk het niet meer zo aan, op de abgeschreven woord. Zo, daar had het mijn antwoord. Nou ja, nu weer het zo weer. Nu je weer eindelijk, maar nu, over nu, dat word ik toch niet verleren. Nou ja. En dan, de mensen worden dan voor mij beden. En dan hebben we die heen opgelegd. Hebben we nog de safari-sfeer gelezen. Dat het werkelijk dat alles aan de Bijbel is. Heen opleiden. En je weet, Heer Jezus, schenk je hem nu dat het je veld is met de Heilige Geest. En zo weer. Amen. Nou ja, dat weet. En ik dacht, dat wordt nu zeer veel rouge en bruise. En weet ik, wordt nog alles passeren en zo weer. Weer nog, ja. Weer bloos, je beet. Het weer vrouw, fertig. Oké. Okay. Dan ziet zij. Weet je wat, Werner? Nou ja. Wie wordt ganz interessant. Ik zie zij interessiert, wat het ganze weer jet. Ja. Bloos, ik zei, onze titel reikt niet toe. En wat we daarna waren, we waren hier eenmaal een afschnieden eenmaal. En dat interessante part, lot wie voor het tweede part, dan waren we dat weer vertalen, wat dan weer passiert hat, wenn sie kann noch nicht aufwachten. Na ja, ich kann nicht aufwachten, alles zu vertalen. Okay. Das ist so schön. So, das weiß, das machen wir. So, ein, was sehr wichtig ist von dem Programm, warte ab, dass wir getauft waren von Heiligen Geist, dass wir voll waren, dass wir gefällt waren, wenn es dort half hat für uns. Und ich möchte die Maut merken, wach nur dem Herrn Jesus, wach nur dem Heiligen Geist. Er hat dort Versprüche für dich und für mich, dort ist ein Versprüche für immer. Wir wollen noch wieder reden über das, wo Werner dort dann Maya gekriegt hat und wo du auch Maya gekriegt hast. Aber dort wird dann auf das nächste Programm sein. Für nun möchte ich dich von dir auch Gottes Segen wünschen. Ich schicke dir eine Umarmung. Ich glaube, Werner schickt dir auch. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Dankeschön, dass du von dir auch dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp nur Maya-Teken 591-77-88-79 oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran@gmail.com.